Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom Chessable Masters. Dort haben wir inzwischen das Halbfinale erreicht. Im einen Match standen sich gegenüber Ding Liren und Magnus Carlsen, im anderen Ramesh Babu Pragnananda und Anish Giri. Am Ende erfahrt ihr, wer von den beiden gewonnen hat, Giri oder Prag. Jetzt schauen wir uns aber die entscheidende Partie aus dem Match an zwischen Ding und Carlsen. Carlsen ist ja der Weltmeister, ihr habt es bestimmt gehört, er hat gesagt im Vorfeld, bald läuft ja das Kandidatenturnier, eventuell will er nicht mehr antreten bei der nächsten Weltmeisterschaft und ich denke, es gibt zwei Gegner, gegen die er auf jeden Fall spielen würde. Das ist einerseits Ding Liren und Alireza Firouzja. Ding Liren ist einer der Gegner, die Carlsen immer wieder gefährlich geworden sind in der Vergangenheit und er ist definitiv ein Spieler, den wir alle gerne im Finale der Weltmeisterschaft sehen würden. So, bevor wir zur Partie kommen, habe ich noch einen Hinweis für euch, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Am 4.5. Juni veranstalte ich mein erstes Meet the Greek in Hamburg in Kooperation mit der Schachschule Hamburg. Es gibt noch ein paar Plätzchen, wirklich ganz wenig jetzt. Und wer Bock hat, liest sich mal die Ausschreibung durch. In der Videobeschreibung findet ihr die, genauso wie das Anmeldeformular, falls ihr interessiert seid. So, jetzt zur Partie hier. Ding beginnt hier mit D4. D5, C4, C6. Es ist natürlich Rapid-Schach, ne? 15 Minuten plus 10 Sekunden, wie immer bei der Meltwater Champion Chess Tour. Springer F3, Springer F6. Das ist hier Damengambit Slawisch, nennt sich das. E3. E3 ist hier einer der Hauptzüge. Sperrt erstmal den Läufer ein auf C1, aber ist sehr solide. Wenn Schwarz auf C4 nimmt, kann man sofort mit dem Läufer nehmen. Schwarz spielt jetzt hier Läufer G4 in dieser Variante. Carlsen, sehr solide. H3. Läufer F3, Dame F3. So. Weiß pocht jetzt auf das Läuferpaar, sehr früh, das er bekommen hat. Aber der Läufer auf C1 ist erstmal eingesperrt hinter der Bauernkette. Schwarz dagegen baut sich extrem solide hier auf. E6, Springer C3, Springer BD7, Läufer D3, Läufer B4. Läufer B4 muss man nicht machen, kann auch Läufer D6 oder Läufer E7 machen, denke ich. Rochade, Rochade. So, und schauen wir uns das mal an kurz. Ganz, ganz klassische Schach hier. Schwarz hat den weißfelderigen Läufer getauscht, hat die Bauern alle auf Weiß aufgestellt hier im Zentrum und hat den schwarzfelderigen Läufer. Harmoniert also sehr gut zusammen. Steht sehr solide. Dafür hat Weiß langfristig das Läuferpaar. Und schon zwei Bauern im Zentrum, während Schwarz nur einen Bauern im Zentrum hat. Es geht weiter mit Turm D1, Turm E8, Dame E2, alles konsolidierende Züge, Dame oder zentralisierende Züge kann man sagen, Dame E7, Läufer D2, A6, Läufer E1, ein ganz feines Manöver, Turm AD8, Turm AC1, beide Seiten schön zentralisiert, alle Figuren. Läufer D6 ist passiert im Moment nicht viel. Jetzt entscheidet sich aber Weiß hier zu C5. Raumgewinn. Läufer C7 und jetzt ganz wichtig hier, bei dieser Struktur hat Schwarz diese schöne Angriffsmarke E5 hier. Also D4 ist die Angriffsmarke und schöner Hebel mit E5. Deswegen spielt Weiß hier F4. Sehr schön. Kontrolliert sehr gut hier das Feld E5. Schwarz kommt auch nicht so leicht zu E5 jetzt, weil der Springer auf F6 steht im Weg. Er müsste F6, E5 spielen, aber der Springer auf F6 hat überhaupt kein Feld, ne, auf das er vernünftig hingehen kann. Carlsen jetzt eine sehr interessante praktische Entscheidung hier. Anstatt sich weiter passiv zu verhalten, spielt er hier Läufer A5. Er lässt hier eine kleine Taktik zu, aber mit Absicht. Natürlich hat er das gesehen. Weiß kann hier einen Bauern gewinnen. Wie? Mit dem typischen Zug Springer schlicht D5. Demaskiert hier den Läufer. Greift die Dame an. So, Schwarz nimmt raus. ED5, Läufer A5. Natürlich hat das Carlsen mit Absicht gemacht. Die Idee ist natürlich, gegen den rückständigen Bauern hier auf E3 zu spielen. Erstmal ist der Turm angegriffen hier. Deswegen geht erstmal Turm C8. Turm C3. Indirekt wird der Bauer gedeckt wegen des Abzugs Läufer H7. Springer F8, Turm B3, Springer E6, Dame F3, Dame D7, Läufer E1. Jetzt werden wir eine Weile
Geplänkel sehen oder lavieren, schöner ausgedrückt. Springer D8. Die Engine sagt, Weiß hat Vorteil, klar, hat einen Bauern mehr, aber mal schauen, wie er diesen verwerten möchte. Turm B6, Springer E4, Läufer C2, F5. Schwarz installiert hier einen super Springer auf E4. Turm D3, Springer F7, Turm DB3. Schön, wie er das macht hier, ne? Die Türme hier auf die B-Linie stellt, ne? Vor dem Bauern und Druck gegen den Bauern ausübt. Sehr, sehr lehrreich. Schwarz deckt aber den Bauern. Turm C7. König F1 und jetzt sehen wir eine typische Königswanderung. Dame C8, König E2, Springer H8, König D1, Springer G6, König C1, Springer F8, Läufer A5, Turm F7, König B1. Den König einmal rüber auf die andere Seite. Warum? Die Stellung ist geschlossen und Weiß möchte früher oder später diesen Hebel spielen, G4 hier, und die G-Linie öffnen. Dafür stehen allerdings die Türme noch recht schlecht, ne? Die müssten eigentlich wieder rübergebracht werden. Und genau das macht sich hier Carlsen zunutze und initiiert seinerseits ein Spiel am Königsflügel. Sehr interessant. H6. Normalerweise sagt man, der in der Verteidigung ist, sollte eher, wobei stimmt auch nicht ganz. Auch als Verteidiger kann man ein Gegenspiel suchen, so ist es nicht. A3, Springer H7, König A2, Ding weiter am Damenflügel beschäftigt, obwohl da gar nichts los ist. Springer HF6, Läufer E1 zurück. Und jetzt G5. Super interessant gespielt von Carlsen. Er nutzt die Situation aus. Die weißen Türme auf der anderen Seite. Er initiiert am Spiel am Königsflügel und schiebt dort die Bauern vor. Praktisch eine sehr gute Entscheidung. Läufer D1 und jetzt G4. HG4, FG4, Dame F1. Und jetzt ist Schwarz schon kurz vom Ziel. Wenn er hier G3 macht, dann wird nicht mehr viel passieren. Dame H1 und hier Turm EE7. Verhindert Dame schlicht H6 wegen Turm H7 hier. Dame G6, Turm G7 und Dame ist weg. Und nach Läufer F3 kommt einfach Turm G7. Und die Stellung ist ausgeglichen. Hier kommt Weiß gar nicht weiter. Schwarz hat es geschafft, den Bauern bis nach G3 vorzuschieben. Hat hier einen super Springer im Zentrum. Und der Läufer, dieser schwarzfällige Läufer von Weiß, der ist tatsächlich tot inzwischen. Der kommt gar nicht mehr raus. Die Idee war, ihn ja über den Königsflügel ins Spiel zu bringen. Aber der Weltmeister verpasst diese Möglichkeit. Er spielt H5 stattdessen. Vielleicht etwas zu ehrgeizig. Dame H1. Hier immer noch G3, die beste Möglichkeit. Aber Schwarz, König G7. Und das ist ein Fehler. Jetzt kommt der Weiße, dieser Läufer ins Spiel. Läufer H4. Springer G8. Läufer C2. Springer D2. Was macht Ding hier? Super Gefühl für die Initiative. Läufer G5. Greift hier den Bauern H5 an. Der kann gar nicht gedeckt werden, ne? Springer schlicht B3, Turm schlicht B3. So, der Turm ist hier nicht viel wert, die Qualität. Die Stellung ist eh ziemlich abgeriegelt. Und das größte Problem ist jetzt, dass hier die Bauern am Königsflügel schwach sind. Carlsens Bauern sind schwach. Springer F6, Läufer F6, den tauschen wir. Turm F6 und jetzt Dame H5, der ist weg. Wir sehen, der Läufer auf C2 hier, super nervig. Guckt da rein. Dame G5 Schach hier droht auch. Turm A8, Dame E5. Starke Dame hier zentralisiert und Weiß steht inzwischen total auf Gewinn. Er kann die ganzen Figuren hier nicht, er kann die Dame nicht loswerden. König F7 und jetzt super stark hier E4. Weiß öffnet die Stellung hier im Zentrum. D schlicht E4, Läufer schlicht E4. Auf sowas wie Turm E8 kommt immer Dame H5, ne? Da muss man sich keine Sorgen machen. Also Turm E8. Dame H5 Schach, hier, ne? König E7 und dann D5, genau wie in der Partie im Prinzip. In der Partie geschah Turm, nee, nicht Turm E8. Doch, Carlsen spielte Turm E8. Witzig. Dame H5, König E7 und jetzt D5. Öffnet die Stellung im Zentrum. König D8, er versucht wegzulaufen. Dame G5 fesselt hier den Turm. Schwarz, ja, was soll er machen? Deckt den Turm. Turm F8. Jetzt aber Turm D3 und jetzt greifen
die weißen Figuren alle den schwarzen König an. Weiß hat materiell eh schon keinen Nachteil, weil er noch zwei Bauern gewonnen hat auf dem Weg dahin. Dame C7, D schlicht C6. Schach, König C8. Dame schlicht G4, Schach, noch ein Bauer weg. König B8. Turm D7, greift die Dame an. Turm schlicht F4, greift die weiße Dame an. Die geht nach G7. Feierabend. Hier gab Carlsen auf, in total verlorener Stellung. Was soll er auch machen? Auf Dame C8 zum Beispiel kommt Turm B7, König A8. Und Läufer D5 zum Beispiel. Ne? Also Weiß hat hier auch materiellen Vorteil. Und es droht hier sowas wie C7, Turm B8 oder so. Ne? Oder Turm A7. Ne, genau. C7, Turm B8 droht am meisten hier. Ja. Ja, damit gewann Dingle denn gegen Magnus Carlsen die entscheidende Partie. Und insgesamt 2,5 zu 1,5 das Halbfinale. Im Gegensatz zu den anderen Turnieren ist mir aufgefallen, dass jetzt hier keine zwei Matches stattfinden im K.O.-Modus, sondern einfach nur ein Match. Das hat jetzt Dingle denn gewonnen und trifft im Finale auf Ramesh Babu Pragnananda, den jungen Inder. Der wird immer besser, oder? Der hat jetzt eine Stiere geschlagen im Halbfinale mit 3,5 zu 2,5. Da ging es in den Tiebreak. Aber saustark. Und Pragnananda vorher noch im Viertelfinale den jungen Chinesen Wei Yi, der in der Vorrunde so stark gespielt hatte. Also, Finale Chessable Masters. Dingle denn gegen Ramesh Babu Pragnananda. Mal schauen, ob ich davon berichte. Aber ich denke schon, ne? Ein paar Partien habe ich noch vom Großmeisterturnier. Müsste ich auch noch zeigen, aber alles schaffen wir nicht. Von meinem Großmeisterturnier. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, dass ich gerade spiele. Bin schon wieder völlig im Arsch. Macht's gut. Ich habe Doppelrunde heute. 8 Stunden Schach gespielt. Ich bin echt durch. Alles klar, macht's gut. Checkt doch meinen anderen Kanäle aus. Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Bis dann.